Ja, einen wunderschönen guten Morgen zum dritten Tag auf der Vosges, was aber auch noch nicht der letzte Tag ist, denn wir haben ja morgen noch den OpenStreetMap-Samstag. Ja, erster Block, es geht um freie Daten und jetzt kommen wir zu einem Problem, das uns vielleicht nicht ganz so interessiert, wenn wir in einer großen Stadt wohnen. Da ist die Versorgung ja sehr gut geregelt, aber wenn wir auf dem platten Land wohnen, es geht uns nicht gut, wir brauchen dringend einen Arzt, dann interessiert uns natürlich schon, wie wir so schnell wie möglich zu diesem Arzt kommen. Und wie das funktionieren kann, das erklärt uns jetzt Daniel Kahler. Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte euch begrüßen zu meinem Beitrag, dem geschwindigkeitsoptimierten Ansatz zur Analyse der ärztlichen Versorgungsqualität. Kurz zu mir, ich bin der Daniel Kahler, derzeit Masterstudent an der Hochschule Mainz, also Geoinformatik und Vermessung. Vorher durfte ich auch den gleichnamigen Studiengang auch an der Hochschule Mainz besuchen. Während ich nicht studiere, bin ich quasi beim Amt für Bodenmanagement tätig, das ist die Katasterverwaltung in Hessen. Zu meiner Gliederung oder wie ich heute vorgehen wollte. Ich wollte euch erklären, warum man sich quasi mit der ärztlichen Versorgungsqualität auseinandersetzen kann oder sollte. Dann geht das über den Ansatz und die Analyse der daraus entstandenen Webanwendung, der Problemlösung und abschließend möchte ich dann mit einem Fazit enden. Die Untersuchung der ärztlichen Verfügbarkeit in Hessen ist nötig aufgrund des Nachwuchsmangels und dem damit einhergehenden und auch verbundenen demografischen Wandel. Die starken Jahrgänge werden dann jetzt selbst irgendwann in Renteneintritt kommen und selbst stärker quasi in einen ärztlichen Bedarf haben. Generell ist auch festzustellen, dass eine geringere Verfügbarkeit in den ländlicheren Gebieten ist. Und es gibt ganz interessante Quellen, die quasi ermittelt haben, dass bei den Hausärzten es zum Beispiel eine viel geringere oder stärkere Akzeptanz zur räumlichen Entfernung zum nächsten Arzt ist. Das heißt, jeder möchte gerne den Hausarzt in unmittelbarer Nähe haben, der dann den familiären Hintergrund kennt und bei dem man schon langjährig war. Im Gegenteil zu anderen Ärzten, Radiologen und sonst was, dass man schon bereit, größere Distanzen auf sich zu nehmen, aber den Hausarzt, den möchte doch gerne jeder vor der Haustür haben. Und aus diesem Grund ist eine zielgenaue Bestimmung des lokalen Bedarfs nötig. Die Kassenärztliche Vereinigung in Hessen, oder die gibt es ja auch in ganz Deutschland verteilt, gewährleistet und organisiert die ärztliche Versorgung. Und zwar berechnet die einen sogenannten Versorgungsgrad. Das ist eine Verhältniszahl aus der Bevölkerung und der darin lebenden Ärzte in einem Planungsbereich. Es gibt verschiedene Planungsbereiche für verschiedene Arzttypen. Und in meiner Quelle sieht man, dass ein Hausarzt sich circa um 1.700 Einwohner kümmert. In Darmstadt, der Gegend, wo ich herkomme, liegt der Versorgungsgrad bei knappen 105%, was eine gute Versorgung ist. Wenn man größer als 110%, spricht man von der Überversorgung und kleiner 80 oder 90 von der Unterversorgung. Also ist man hier im guten Bereich. Das Problem bei der Versorgungsgradberechnung ist, dass die halt über die Gesamtbevölkerung in dem Planungsgebiet läuft und somit keine geografischen Entfernungen berücksichtigt. Somit kann es halt durchaus sein, dass Stadtbewohner unter Umständen den Hausarzt noch im selben Haus haben, während Dorfbewohner oder wenn man außerhalb wohnt, eine größere Distanz zu seinem Hausarzt oder zum jeweiligen Arzt benötigt. Aus diesem Grund könnte man einen repräsentativeren Versorgungsgrad berechnen, der unter Berücksichtigung von verschiedenen Ärzten, also dass man noch Internisten dann zunehmen könnte, wie würde dann der Versorgungsgrad aussehen, einer Zeitbeschränkung, also man kann sagen, ich bin hier oder wie viele Ärzte oder die Ärzte, wie können die, in welcher Zeit, was haben die für ein Einzugsgebiet und könnte dann daraus ermitteln, welche Einwohner haben in der Zeit, können keinen Arzt erreichen und des Weiteren kann man noch das Verkehrsmittel zum Arzt berücksichtigen, was ja natürlich dann auch erheblichen Einfluss auf die Erreichbarkeit hat, wenn man im Vergleich mit zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs ist. Wie habe ich mir das quasi vorgestellt? Geht folgendermaßen, hier sieht man das Planungsgebiet, in das zu untersuchen ist. Und jetzt nimmt man dazu die Bebauungsgebiete, um quasi zu schauen, wo wohnen denn eigentlich die Leute. Wenn man dann die Ärztestandpunkte von weiß, wo sind die Ärzte niedergelassen, kann man auf dieser Grundlage quasi Isochronen berechnen, die der jeweilige Anwender vorher definiert hat, also unter welchem Aspekt möchte er das Gebiet analysieren. Und dann kann man so Isochronen berechnen und dann weiß man,
angenommen 10 Minuten Fußweg, da erreiche ich dieses Gebiet. Und mit Hilfe räumlicher Verschneidung muss man natürlich noch ein paar vorher durchführen, um die Daten zu optimieren. Man sieht, es gibt Bebauungsgebiete, die interessiert nicht, wo das Planungsgebiet aufhört. Die müssen angepasst werden, damit man prozentual quasi weiß, wie viele Quadratmeter, um darauf auf die Einwohner zu schließen, wie viele quasi in dem Planungsgebiet wohnen. Und dann kann man quasi ermitteln, welche Flächen oder welche Quadratmeteranzahl keine ärztliche Erreichbarkeit hat. Das ist hier in dem rot schraffierten dargestellt. Das gilt natürlich auch für die anderen beiden Bebauungsgebiete. Und dann kann man quasi per Dreisatz ermitteln, wie viel Quadratmeter nicht erreicht wurde und damit auch auf die Einwohnerzahl rückschließen kann. Das Ganze wurde als eine Web-Anwendung entwickelt. Das ist im Wesentlichen so, es gibt den Client, der schickt übers Internet quasi seine Daten an den Server. Dieser kommuniziert mit einer Isochron-API, welche diese Erreichbarkeit berechnet und gibt diese Antworten als GeoJSON weiter. Und man bräuchte halt noch eine räumlich verarbeitende Datenbank, die quasi diese ganzen Ergebnisse, die man bekommt aus der API, die Bebauungsgebiete, die Planungsgebiete, miteinander verschneiden kann, berechnet daraus seine Ergebnisse und leitet es über den Server quasi wie an den Client zurück. Im konkreten Beispiel, wie funktioniert das? Also wie schon erwähnt, der Benutzer schickt seine Parameter, also unter anderem das Planungsgebiet, mit welchem Fortbewegungsmittel und in welcher Zeit möchte ich das Gebiet analysieren an den Server. Dieser leitet das an die Datenbank weiter und jetzt wird quasi die Daten an diese API, welche die Isochronen berechnet, weitergeleitet. Das funktioniert in der Schleife, das muss ja für alle Ärztestandorte gemacht werden. Das kann ja je nach untersuchendem Planungsgebiet von 10 Ärzten bis mehrere hundert Ärzte sein. Dementsprechend dauert das auch. Diese Isochronen werden dann wieder an die Datenbank geschickt, welche dann jetzt räumliche Verschneidung durchführt. Also man berechnet jetzt, wie viel Quadratmeter oder wie viele Einwohner kann ich jetzt mithilfe dieser berechneten Isochronen und den Bebauungsgebieten, wie viele habe ich erreicht, und man führt dann die entsprechenden Berechnungen durch und leitet quasi diese aufbereiteten Daten an den Client weiter, welche der dann tabellarisch bzw. kartografisch präsentiert bekommt. Das Ergebnis ist dann so eine Karte. Man sieht dann Bebauungsgebiete, hier in dem Fall grau dargestellt, welche quasi keinen Arzt haben. Wenn da quasi und das Blaue ist, sind die erreichten Isochronen, also welche eine ärztliche Versorgung haben. Und da sieht man jetzt schon, das ist auch im Bereich Darmstadt, dass es Bebauungsgebiete gibt, die halt unter den, in dem Fall 20 Minuten Fußweg, keinen Arzt erreichen könnte. Und das ist halt hauptsächlich im ländlicheren Bereich. Das Ergebnis dieses Prototypen, der da forschungshalber entwickelt worden ist, ist, dass die Ergebnisse sind dargestellt worden, strukturiert, übersichtlich. Man erkennt, welche Bevölkerung quasi erreicht worden ist und welche nicht. Und es wurde ein durchaus repräsentativer Versorgungsgrad unter Berücksichtigung, wie viel haben wir jetzt tatsächlich erreicht, berechnet. Allerdings, was das ein großes Problem dieser Webanwendung war, ist, dass es nicht vertretbare Wartezeiten für eine Live-Anwendung gibt. Also man musste doch durchaus länger als eine Minute warten, bis man endlich ein Ergebnis hatte, und was das halt wirklich nicht zufriedenstellend. Und da musste man sich halt was überlegen. Und da sind wir dann vorgegangen, indem wir erstmal versucht haben, die ganzen zeitintensiven Prozesse zu ermitteln, indem man dann bei den ganzen Berechnungen die Server- oder Zeitstempel eingeführt hat, um zu schauen, ja, was dauert denn wirklich lang? Ist das jetzt nur die Berechnung der Isochronen oder sind das verschiedene Verschneidungen, die mit dem Bebauungsgebieten, Planungsgebieten und sonst was ist? Und genau, und thematisch sah da so ein Auszug dann der Server-Log-Datei so aus. Also der Anwender sendet die Daten, der empfängt sie, die Isochronen von den jeweiligen Arztpraxen werden berechnet. Es werden diverse Verschneidungen durchgeführt und am Ende wird quasi ein GeoJSON erstellt, welches dann als strukturelle Schnittstelle an den Client wieder zurückgeschickt wird. Dabei hat sich herausgestellt, dass zum einen die Isochronenberechnung eine erhebliche Zeit in Anspruch nimmt und zum anderen auch, wer hat gedacht, die räumlichen Verschneidungen. Das liegt unter anderem daran, dass also bei der API kann man das im Wesentlichen nicht beeinflussen, da
ja, die API quasi unabhängig von dieser Webanwendung ist, das halt ein Anbieter, da kann man nichts dran machen. Es hat auch stark damit zu tun, wie groß die berechneten Isochronen sind. Man kann sich sicher vorstellen, dass man einen 10 Minuten Fußweg, dass nicht so große Polygone werden, als wenn ich eine halbe Stunde mit dem Auto fahre. Damit kann ich ja ganze Landstriche erreichen und somit sind die Polygone dann mehrere Quadratkilometer groß. Verbesserungspotenzial gibt es bei den räumlichen Operatoren. Das Problem liegt halt da, dass es 1600 Quadratkilometer Bebauungsgebiete hessenweit gibt und diese ganzen Analysen doch sehr zeitintensiv waren. Und somit habe ich dann an dieser Stelle angesetzt, weil ich hier tatsächlich was erreichen kann. Da kam man halt vor dem Problem, dass man auf der einen Seite ja als Entwickler quasi eine flexible Datenhaltung wünscht, auf der anderen Seite die Performance genauso wichtig ist. Und somit habe ich mich quasi für eine Vorprozessierung der Daten entschieden, um quasi Analysen oder Berechnungen durchzuführen, die der Nutzer während der Live-Anwendung quasi nicht mehr machen musste. Quasi welche Analysen oder auch räumliche Operatoren kann ich mir sparen, damit ich im Nachhinein die der Live-Anwender nicht jedes Mal berechnen muss. Und somit mussten die geometrischen, also die vorliegenden Daten veredelt werden. Es wurden also Verschneidungen durchgeführt. Quasi die Bebauungsgebiete im Planungsgebiet wurden vorab verschnitten, dass man weiß, welche Bebauungslinien liegen jetzt tatsächlich in meinem Planungsgebiet. Und diese wurden dadurch veredelt, sodass man diese räumlichen Abfragen quasi sparen könnte oder konnte. Das führte zu einem erheblichen Performance-Gewinn. Man kann sagen, Faktor 10, die Webanwendung entspricht somit einer modernen Webanwendung. Somit konnte man, also in dem Fall wurde analysiert, hat das immer durchschnittlich 20 Sekunden gedauert und jetzt kam man auf 3 Minuten runter. Genau. So. Ziel und Ausblick. Aus unserer Sicht wurde ein repräsentativerer Versorgungsgrad berechnet. Man kann jetzt quasi sagen, welche Bevölkerung wird denn unter diesen angegebenen Parametern nicht erreicht. Quasi es werden jetzt Landstriche oder Bebauungsgebiete ermittelt, die quasi unter diesen Parametern keine ärztliche Erreichbarkeit haben. Früher wurde das ja einfach, jawohl, ein Arzt kann 1700 Einwohner erreichen, in dem Planungsgebiet wohnen 2 Millionen Einwohner, wir haben so und so viele Ärzte, daraus ergibt sich dieser prozentuale Ansatz. Jetzt verändert sich dieser Versorgungsgrad oder diese Berechnung dahingehend, dass man quasi in dieser Zeit keine Ärzte erreichen konnten, nicht mit einfließen, somit steigt für die erreichbare Bevölkerung der Versorgungsgrad und man kann daraus rückschließen, jawohl, dieser und jene Einwohner haben keine Ärzteanschluss. Die Schwachstellen dieser Webanwendung wurden verbessert. Also man, super ist vielleicht noch übertrieben, aber man hat jetzt, man kann es sicher als Fachanwendung verstehen. Google sagt ja, alles was langsamer als eine Sekunde ist, ist schlecht. Aber man kann es mehr als Fachanwendung sehen und dadurch ist es vielleicht noch gerechtfertigt, dass man noch ein paar Sekunden warten muss. Und es entstand quasi daraus jetzt eine Webanwendung für das Gesundheitswesen. Es gibt noch weitere Schwachstellen, die man sicher, wenn bei weiterer Forschung oder weiteren Projekten hier an der Hochschule dann optimieren könnte. Und zwar ist das einmal, wie ich schon leicht angedeutet habe, die Zahl der erreichten Bevölkerung wird ja unter Annahme der gleichen Einwohnerdichte gemacht. Also man sagt jetzt, wir haben so und so viel Quadratmeter Bebauungsgebiet und in jedem Bebauungsgebiet wohnen prozentual gleich viele Leute. Das könnte man sicher noch verbessern. Es gibt ja Zensusdaten, da ist dann schon gemeindeweise schon genauer erfasst, wie viele Leute quasi in welchen Gebieten wohnen. Man könnte da sicher noch das mit einfließen lassen, um noch genauer zu bestimmen, wo wohnen die Leute, wie viele Leute haben tatsächlich, weil in sehr heterogenen also Planungsgebieten, da wohnen ja in Städten wohnen wesentlich mehr als vergleichbar im Dorf und dadurch rechnet man quasi mehr, man sagt quasi mehr, wie viel mehr, dass dort, also man errechnet quasi,
dass man mehr Leute nicht erreicht, als das tatsächlich ist, weil im Dorf ja einfach weniger Leute wohnen als in der Stadt. Apropos Stadt, was diese Isochronen-API, die funktioniert im Moment mit zu Fuß, Fahrradfahren und Autofahrer. Was vor allen Dingen in Großstädten oder generell in Städten ja nicht ganz repräsentativ oder ideal wäre, da wäre ja noch eine Berechnung oder eine Isochronberechnung auf Grundlage des öffentlichen Straßenverkehrsnetzes wünschenswert, weil das ja vor allen Dingen, wenn man krank ist, ist es durchaus bewusst, dass man nicht noch erst mit dem Fahrrad irgendwo hinradelt. Das ist in der sicher nicht so realitätsnah, aber die Berechnung kann es und deswegen wurde das dann auch mitgenommen. Ja, bedanken möchte ich mich in dem Zuge auch noch bei Graphhopper, was die eine Kooperation mit der Hochschule hatte für die Isochronenberechnung. Genau. Und dann stehe ich jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Daniel Kahler. An diesem Beispiel, also ich weiß nicht, Ihnen geht es vielleicht auch so, ich denke, wir leben im Jahr 2017, es werden solche Problematiken behandelt. Ich denke immer, das ist eigentlich schon längst gelöst, aber es ist wirklich nicht so. Gibt es Fragen? Ja, auch von mir erstmal noch vielen Dank für den Vortrag. Meine Befragung bezieht sich auf die Versorgungsberechnung. Also da ist ja jetzt auch einiges im Umbruch. So wie ich das mitbekommen habe, dass die Kassenärztliche Vereinigung das sowieso neu aufziehen will und bist du dann da auch mit dran und lässt du deine Ideen da auch ein bisschen mit einfließen? Das wäre auch für die ganz interessant. Das ist jetzt völlig unabhängig entstanden. Das war ein Thema, was man mal untersuchen wollte und das, also mit der Kassenärztlichen Vereinigung hatte man da keinen Kontakt dahingehend. Also doch, mein Professor in dem Fall hatte Kontakt und auch mit dem Bundesverband der Internisten. Aber ob das da jetzt mit einfließt und so, das kann ich jetzt nicht sagen. Ist das jetzt nur wirklich für Hausärzte und Internisten oder gibt es dort auch Überlegungen, das für andere Facharztrichtungen einzuführen? Weil beispielsweise ein Radiologe habe ich ja nicht so häufig und der wird ja wahrscheinlich eine deutlich größere Distanz haben oder anders berechnet werden in Bezug auf Einwohner, die er zu betreuen hat. Ja, diese Anwendung wurde jetzt speziell für Hausärzte gemacht. Man kann, wenn man die Daten da anders füttert, kann man das auch für alle anderen Ärztetypen machen, weil man muss halt nur wissen, wo sind die Ärzte. Das ist halt das größte Problem. Und man muss halt schauen, was ist eine akzeptable Zeit zu anderen Ärzten und auf dieser Grundlage, was heißt, auf dieser Grundlage kann der Anwender dann seine Daten da auch angeben. Also es ist sicher für alle Arztgruppen zu realisieren. Man muss halt nur die Daten kennen. Ja. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag von meiner Seite. Ich hatte zwei Fragen. Zum einen, wie gehen Sie mit Überlappungsbereichen um? Das heißt, dort, wo sich sozusagen Isochronen überlappen, haben wir eigentlich eine Überversorgung. Also das ganze Thema der Überversorgung könnte ja an der Stelle auch nochmal näher thematisiert werden, das ist das eine. Und das andere als vielleicht Hinweis, es besteht eine größere Bereitschaft, meines Wissens nach, einen Arzt aufzusuchen, wenn man im ländlichen Raum oder im Peripheriegebiet lebt, als eben im urbanen Raum. So dass man halt vielleicht auch darüber nachdenken könnte, verschiedene Isochronen, also jetzt nicht standardisiert, 20 Minuten, wie Sie es gemacht haben, sondern einfach verschiedene Isochronen oder Distanzreisewiderstände sozusagen da mit zu berücksichtigen, um das repräsentativ abzubilden. Ja, zum einen wurden die berechneten Isochronen, werden, wie man das hier auch schon teilweise vielleicht erahnen kann, zu einem großen Paket zusammengeschnürt, dass es so sozusagen die Überlappungsgebiete dann quasi ein Ganzes wird und man jetzt nicht quasi doppelt berechnet, der quasi drei Ärzte in der gleichen Zeit errechnet hat, der ist dreimal besser quasi dargestellt, sondern das wurde quasi diese erreichbare Fläche wurde zu einer Fläche zusammengemerged und somit genau unter dieser Grundlage wurde das berechnet. Gibt es noch weitere Fragen? Danke. Die Isochronen werden jetzt aber vom Arzt aus berechnet, oder? Genau.
Wie sieht das da aus zum Beispiel mit so Einbahnstraßenregelungen? Ich kenne das jetzt, weil ich ursprünglich mal im Einzelhandel Daten berechnet habe und dort halt Distanzmatrizen berechnet habe und daraus ein Gravitationsmodell entwickelt habe. Aber da ging es darum, den Weg vom Kunden zum quasi Einzelhandel darzustellen und dann zu entscheiden, dass das System entscheidet, okay, zu welchem geht er jetzt hin. In dem Fall wird ja die Einbahnstraßen zum Beispiel, die es ja auch in einigen Städten geht, ja jetzt nicht berücksichtigt, oder? Ja, ich denke es auch nicht. Genaueres kann ich dazu nicht sagen, weil diese Berechnungen sind ja quasi extern erfolgt. Das wurde immer nur angefragt, hier bin ich, berechne mir mal. Also wie die ganz genau das da berechnet wird, kann ich jetzt nicht sagen, aber ja. Ja. Dann nochmal herzlichen Dank an Daniel Kahler für diesen spannenden Vortrag. Gerne.